Eigentlich wollte ich heute mein lang angekündigtes Kana-Trip-Bericht-Video machen, aber dann habe ich mich lieber dazu entschieden, ein Video über YouTuber zu machen, die mit der Polizei zu tun hatten, weil sie Cannabis in ihren Videos gezeigt haben, weil das Thema gerade sehr aktuell ist. Würde ja weird kommen, wenn ich das Video erst machen würde, eine Woche nachdem das Ganze passiert ist. Ich mache ja jetzt auch kein Video, in dem ich dir zum Geburtstag gratuliere, obwohl ich weiß, dass du schon am 31. Juli hattest. Ja, ich weiß, wann du Geburtstag hast. Alle, die am 31. Juli Geburtstag haben, waren bestimmt gerade ziemlich ausgecreept. Kürzlich gab es einige Berichte über Susie Grime, welche in ihren YouTube-Videos Marihuana zeigt und deswegen Ärger mit der Polizei bekommen hat. Und mit Ärger meine ich einen Tweet von der Polizei, in dem stand, dass sie ihren Fall an Spezialisten weiterleiten. Susie Grime hat schon mehrere Videos gemacht, in denen sie Cannabis zeigt, doch bei ihrem neuesten Get High With Me wurde die Twitter-Userin Drohlne Ghoul auf das Ganze aufmerksam und verpeste das Ganze an die Polizei mit den Worten: Hallo Polizei Berlin, diese Berliner YouTuberin propagiert Drogenkonsum und zeigt ihr Gras. Kann man da was machen? Snitch! Die Antwort der Polizei lautete dann: Wir haben das mal an unsere Spezialisten beim Hashtag LKA weitergeleitet. Bis auf ein paar weitere Tweets und Artikel ist da auch nicht mehr viel passiert und wird es wahrscheinlich auch nicht. Ist das leiten wir weiter nicht so oder so ein Euphemismus für: Das interessiert mich nicht im geringsten und ich werde nichts deswegen tun. Zumindest habe ich den Satz so verwendet, als ich noch im Kino gearbeitet habe. Ich kann aber auch nichts dafür, dass die Leute nur so lächerliche Beschwerden haben, dass ich weiß, dass die Betriebsleitung so oder so nichts dagegen tun würde. Entschuldigen Sie, ich möchte mich beschweren. In Saal 8 ist ein Typ mit einem Joker-Kostüm, der eine Waffe dabei hat. Ja, ich leite es weiter. Das ist sehr wichtig, ja. Ich leite es auf jeden Fall sofort weiter. Kommt euch diese Drohlne Ghoul nicht irgendwie bekannt vor? Ist das nicht die, die den YouTuber Drachenlord verarscht hat, indem sie so getan hat, als wäre sie seine Freundin und als er ihr dann einen Antrag gemacht hat, hat sie gesagt, dass das alles nur Verarsche war und hat ihn anschließend krass beleidigt? Nope, ist scheinbar nicht die gleiche Person, die haben wohl nur beide eine ähnliche Statur und das gleiche Kopftuch. Und beides sind Trolle, die sich über Drachenlord lustig machen. Ach, es wäre einfach so gut gewesen, wenn es die gleiche Person gewesen wäre. Ja, und ich hatte gerade für eine halbe Stunde ein Video online, wo ich behaupte, dass es die gleichen Personen sind, aber dann wurde ich schnell in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass es nicht so ist. Was ich auch ganz amüsant fand an der Sache: Wenige Minuten nachdem das Video online ging, hatte diese Drohlne Ghoul schon mein Video kommentiert. Wie ist die da so schnell darauf aufmerksam geworden? Hat die mich etwa abonniert? Ich wünschte, ich könnte bei diesem Nachdreh jetzt noch irgendwelche geilen Sachen sagen, die die ganzen herausgeschnittenen Szenen von der ersten Version ersetzen. Aber es ist jetzt schon 9 Uhr und ich war die ganze Nacht wach und habe das Video gemacht. Und jetzt mache ich auch noch die Korrektur und lade das dann auch direkt hoch. Ich kann nicht mehr. Jetzt geht's wieder weiter mit den ursprünglichen Aufnahmen. Eieiei, diese Drohlne Ghoul ist echt eine komische. Typisch Frauen. Ihr habt doch jetzt nicht ernsthaft erwartet, dass ich bei dieser Story keinen Sexismus-Joke einbaue. Susie ist jetzt nicht die Einzige, die auf YouTube illegale Drogen gezeigt hat und deswegen mit der Polizei zu tun hatte. Der YouTuber Stürmer hatte auch schon von der Polizei zu hören bekommen, dass gegen ihn ermittelt wird, weil er in seinen Videos Marihuana zeigt, obwohl doch eindeutig in seinen Videos ersichtlich ist, dass diese in Amsterdam spielen. Wie kann man da im Hintergrund nicht Amsterdam erkennen? Also das Ganze fing damit an, dass Leon Stürmer einen Brief von der Polizei bekommen hat, in dem stand, dass gegen ihn ermittelt wird und dass er mal vorbeikommen soll, um sich zu der ganzen Sache zu äußern. Er ist dann zu dem Termin hingegangen und die Polizei meinte dann: du, das geht gar nicht mit den Videos und du musst uns beweisen, dass die Videos wirklich in Holland gedreht wurden. Worauf er dann meinte: Nein, muss ich nicht. Ihr müsst beweisen, dass diese nicht in Holland gedreht wurden. Ein paar Wochen später hat er dann einen Brief bekommen, dass das Ganze eingestellt wurde. Da ist er nochmal ohne Konsequenzen davongekommen. Es gab aber von YouTube aus Konsequenzen wegen seinen Videos, denn die haben vor einigen Monaten seinen Kanal gelöscht, weil der zu viele Strikes hatte. Inzwischen hat er aber schon einen neuen Kanal und macht dort genau das gleiche. Link ist in der Videobeschreibung. Ich sage ja immer, dass ich wegen meinen Videos keine Probleme mit der Polizei bekomme, weil ich in diesen nur über Drogen spreche
und ich somit keine Straftat begehe. Das werde ich auch weiterhin so machen. Aber man sieht an diesen beiden Stories, dass selbst das Zeigen von illegalem Cannabis nicht allzu heftige Konsequenzen haben muss. Vielleicht hatten die aber auch nur Glück, also lasst es lieber sein. Und was ihr erst recht nicht machen sollt, macht kein Video, in dem ihr zeigt, wie ihr Cannabis, Shrooms, Kokain und Heroin kauft. Aber das muss ich ja jetzt nicht extra sagen, oder? Oder? So today, to prove how easy it is to acquire these drugs, I'm gonna be going out and purchase as many illegal drugs as possible. Oh nein, das macht er nicht wirklich, oder? Okay, er macht das nicht wirklich, denn der YouTuber Johnny Burger faked das Ganze nur und verkauft das Ganze seinen Zuschauern dann als echtes soziales Experiment. Die allerunglaubwürdigste Stelle ist, als er von seinem Heroin-Dealer noch eine Spritze zu seinem Heroin dazu bekommt. Als würde das irgendein Dealer machen. Es ist so offensichtlich, dass er das nur mit reingenommen hat, weil die meisten Menschen nicht wissen, wie Heroin aussieht und am ehesten mit einer Spritze assoziieren. Das Video ist nicht nur schlecht, weil es fake ist, sondern weil es das Drogenproblem extrem simplifiziert darstellt. Johnny Burger tut immer so, als hätten seine sozialen Experimente irgendeine Message, aber es ist einfach nur inhaltslose Scheiße. Naja, ich würde es ganz witzig finden, wenn die Polizei denken würde, dass das Video echt ist, denn dieser Typ produziert einfach nur so erbärmliche Videos. Ich verlinke jetzt auch nicht seinen Channel oder sag seinen echten Namen, weil ich diesem Typ einfach nicht mehr Views verschaffen will. In den nächsten Tagen gibt es Teil 2 von dem Interview mit Dr. Henrik Jungerbelle und auch den Kana-Erfahrungsbericht. Gebt diesem Video 5 Sterne und wenn ihr nicht nur ein Open Mind habt, sondern auch ein Open Mind 3000, abonniert diesen Kanal.